So Leute, da sind wir beim nächsten Video in meiner Reihe, wie werde ich ein MTG-Judge? Heute das Thema, wie werde ich ein Level 1-Judge? Mein Name ist Marc, ich bin im Internet besser bekannt als Blacky. Ich will euch diesen Weg etwas zeigen, dieses Gebilde Judge ein bisschen auseinandernehmen und möchte euch eben zeigen, wie man MTG-Judge wird. Und deswegen würde ich sagen, nicht lang geschnackt. Wir haben eine Menge Videos davon schon gehabt. Deswegen starten wir direkt mal rein. Wir sind im dritten Video, beziehungsweise eigentlich das vierte Video, aber das eine ist nur so ein Reminder, dass 2021 etwas ein bisschen anders läuft, wie das, was ich im Video gesagt habe, wie es normalerweise laufen soll. Wir sind jetzt, nachdem wir festgestellt haben, was die Judge Academy ist, wie man ein Rules Advisor wird, also der erste Schritt, sind wir eben an dem Punkt angekommen, an dem wir uns auf dem Weg zum Judge machen. Wie ich im Intro ja schon gesagt habe, das hier ist Teil 3 und wer Teil 1 und 2 noch nicht gesehen hat, Links sind in der Videobeschreibung, könnt ihr dorthin zurückgehen. Es macht sehr viel Sinn, wenn ihr euch die Videos in einer Reihe anschaut. Dann kommen wir zur Frage, was ist ein Level 1 Judge überhaupt? Ein Level 1 Judge ist laut Definition nicht nur ein Judge, der ausreichend Kenntnisse über die Magic Comprehensive Rules vorweist, sondern eben auch als Level 1 Richter. Ich habe hier das Wort Richter mal reingebracht, weil Judge Academy ist manchmal strange bei der Übersetzung. Dieser Level 1 Judge, besitzt ebenfalls die Servicefähigkeiten und die Regular Rules Enforcement Richtlinien, die für die Durchführung von kleinen Events in einem Laden, also im Local Game Store, wie zum Beispiel einem FNM oder einem Pre-Release, erforderlich sind. Jetzt kommt der Punkt, den ich etwas sehr strange finde, aber das ist meine persönliche Meinung, die halte ich hier mal raus. Dazu kommt noch ein Video. Level 1 Judges werden nicht im Bereich komplexerer Abschnitten von Regeln oder an Competitive Rules Enforcement Richtlinien getestet, sondern es geht um die Basics und die Regular Rules Enforcement Richtlinien. Ein Level 1 Richter, ich hasse dieses Wort, aber es steht auf der Seite drauf, deswegen habe ich es mal reingenommen, sind in der Lage, ein Competitive Rules Enforcement zu judgen. Dies ist jedoch keine Standarderwartung für diese Rolle. Competitive Rules Enforcement Level ist noch mal ein bisschen höher. Die Rules Enforcement Level, was die genau sind, lernt man in diesem Modul sehr gut kennen. Ein Level 1 Judge ist in der Lage, Rules Enforcement competitive zu judgen, aber das wird nicht gesagt, wenn du das nicht kannst oder wenn du dir das nicht zutraust, dann kannst du nicht Level 1 sein. Das ist was anderes. Die Regular Rules Enforcement Level, also die Casual Runden im Pre-Release oder die relativ soften Regeln bei einem Friday Night Magic, sind eben etwas anderes, wie wenn ich auf einem Competitive Event irgendwo spiele. Dann habe ich auch hier eine wunderschöne Pyramide eingebaut. Der zweite Schritt, um Judge zu werden. Da habe ich eben wieder dieses reingebracht, was denke ich, was ein Judge braucht, was ein Judge mitbringen muss, beziehungsweise was in dem Moment ein Rules Advisor noch weiter haben muss. Dabei für mich der wichtigste Punkt ist das Interesse daran, sich weiterzubilden. Magic ist ein Gebilde, was mit jedem Set neue Fähigkeiten reinbringt, immer wieder alte Fähigkeiten aufgreift, verschiedene Interaktionen auf einmal neu gestaltet. Und deswegen ist es wichtig, dass Judges sich immer weiterbilden und eben da Interesse daran haben, sich immer weiter fortzubilden. Des Weiteren finde ich das Interesse an Gemeinschaftsbildung relativ wichtig. Dabei geht es nicht nur darum, sich mit anderen Judges zu vernetzen, sondern eben auch um Local Game Groups, um überregionale Game Groups, um einfach so eine Local Community aufrechtzuerhalten und Interesse daran zu haben, diese eben weiterzubilden. Das haben, glaube ich, alle Magic-Spieler so ein bisschen, weil das Spiel ist ziemlich traurig, wenn man das alleine spielt. Dann braucht ein Level 1 Judge das bestandene Rules Advisor Zertifikat. Wie ich ja schon gesagt habe, das ist der erste Schritt gewesen, um Judge zu werden. Und deswegen sollte man diesen Schritt gemacht haben, damit man zumindest die Basisgrundregeln etwas kann, um eben dann in das weitere Gebilde reinzugehen, um die weiteren Kurse zu machen. Und weil es eben großer Teil dieses Level 1 Zertifikats ist, wirklich die Frage, ist es wichtig, ein Interesse an Eventlogistik und Management zumindest im Grund zu haben, eben kleinere Turniere, FNMs, Pre-Releases oder ähnliches aufzuziehen, zu judgen und eben auch Spaß dort mit seiner Community zu haben. Das greift alles so ein bisschen ineinander. Das Einzige, was sich wirklich ein bisschen verschiebt, ist halt der bestandene Rules Advisor Test, der eben dafür sorgt, dass man diesen Schritt 2 machen kann. Und ich werde immer wieder gefragt, immer wieder, aber nein. Es bestehen immer noch keine Gebühren.
Ich habe hier mal drunter geschrieben, grün noch nicht. Alles das, was ihr jetzt hört, bis kurz vor Schluss, ist komplett kostenfrei. Das kann jeder machen. Ich empfehle das ganz vielen Leuten auch einfach mal durchzuziehen. Ihr müsst am Ende jetzt keine Level 1 Judges werden und Kosten haben und sonstige Sachen. Aber alleine dahinter zu blicken, was wird von einem Judge erwartet, was kann ich von einem Judge erwarten, eine eigene Weiterbildung oder ähnliches, ist einfach großartig. Vor allem, da sie einfach kostenlos ist. Der Level 1 Judge ist ein erster Schritt in die Community. Es geht hierbei ganz viel um Weiterbildung und eben den Schritt darüber hinaus zu machen. Und man ist offizieller Judge erst nach Abschluss der Anforderungen. Zu den Anforderungen gehört eben auch ein Kostenpunkt, eine Gebühr. Aber die muss man ja nicht haben. Man kann ja trotzdem alles durchlaufen haben, sich weitergebildet haben, Interesse daran haben und irgendwann sagen, okay, ich fühle mich bereit, Level 1 Judge zu werden. Ich habe mit ein paar Magic Judges gesprochen und ich denke, ich habe auch Spaß daran und ich möchte das machen. Also hier habt ihr die Gebühr, ab jetzt bin ich Judge. Klingt dämlich, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben auch hier wieder dasselbe Kurssystem, wie wir beim Rules Advisor Video schon hatten. Es geht eben um Videos, es geht um das Skript und es geht danach um das Quiz. Daran hat sich nicht viel geändert. Was sich geändert hat, ist einfach der Baum. Die Judge Academy Kurse habe ich hier mal aufgelistet. Ihr seht schon, ich recycle das Bild relativ häufig, weil man auch relativ häufig auf dieser Seite ist. Im Normalfall müsste jetzt die komplette linke Seite schon bei euch golden sein und nur noch Event Management und Community Building sollte in grau gehalten werden. Wenn ihr die beiden Kurse macht, auch hier ganz normal werden die Dinge halt langsam gold und am Ende habt ihr dann alle Sachen gemacht und könnt dann eben zum Level 1 Zertifizierung gehen. Gucken wir uns die Kurse etwas genauer an. Wir haben die Event Management Kurse. Dabei geht es um den MTR, also Magic Tournament Rules, allgemeine Regeln in Richtung Tournaments, was gibt es für Dinge, an die man sich halten muss, Dinge, an die sich Spieler halten müssen. Dann haben wir ein Judging at Regular. In diesem Fall ist Judging at Regular wirklich dieses Rules Enforcement, Regular, wie sind da eben die Sachen aufgebaut und was kann man sich dort leisten, was man sich in Competitive vielleicht nicht leisten kann. Dann haben wir einen kompletten Kurs über die Event-Logistik. Das dürfte jedem klar sein, was damit gemeint ist. Dann haben wir einen Kurs, der etwas veraltet ist und ich hoffe, bald mal abgeschafft wird, weil es gibt schon andere Kurse dafür. Und zwar Basic Scorekeeping in Wizard Event Report. Für die Leute, die es noch nicht wissen, der Wizard Event Reporter ist kurz vor seinem Dahinscheiden zum Zeitpunkt dieses Videos, zumindest dieser Aufnahme, und wird durch Event Link bzw. die Companion App auf den Handys der Spieler ersetzt. Ich weiß noch nicht, warum das in Judge Academy noch drin ist, aber ich hoffe mal, dass es bald ersetzt wird. Aber ich habe es hier mal in lila eingefasst, weil es kann sein, dass hier schon das neue Event Link ist. Dabei geht es einfach nur um das System, mit dem wir unser Turnier eben veranstalten können. Dann kommt ein relativ interessanter Punkt und zwar Making Announcements. Dabei habt ihr nicht nur das Announcement zu Beginn eines Turniers, was ihr wahrscheinlich als Turnierspieler schon mal gehört habt, in dem sich die Judges vorstellen, sagen, wie viele Runden man spielt, auf was für Event man überhaupt ist und auf welchem Rules Enforcement Level man spielt. Nein, es geht auch darum, eben seine Stimme kräftig in einem Raum zu verteilen, ohne dass man jetzt großartig brüllen muss, weil ansonsten hat man am Ende einfach keine Stimme mehr. Das nächste, was ein Judge auf einem Event tun können muss, ist ein Ruling delivern. Das bedeutet einfach nur, ihr müsst Rulings geben können. Ihr müsst Spielern sagen können, hey, ich werde gerufen, wie nehme ich einen Judge Call an? Gehe dorthin, rede mit den Leuten, sage ihnen, wie die Regel richtig funktioniert und gehe dann wieder. Dieser Soft Skill wird eben in diesem Modul geübt. Dann haben wir als nächstes Introducing to Investigation. Investigation ist ein Riesenthema, gerade wenn es im Bereich Cheating geht, gerade wenn es im Bereich Fehlersuche geht oder ähnliches, ist das einfach riesig, dieses Thema, und ist super wichtig. Und hier ist der erste kleine Glimpse, den ihr habt in dieses Thema. Und zu guter Letzt geht es darum, being an effective host. In dem Fall wirklich, wie kann ich möglichst gut mein Event gestalten, damit Leute auf mein Event vielleicht wiederkommen oder eben Spaß dran hatten, an meinem Event zu spielen und dieses dann auch in die Welt hinaustragen. Dann kommen wir in die Community Building Kurse. Diese Kurse sind relativ straight gehalten und für mich waren viele davon einfach sehr selbstverständlich. Ich hoffe, dass es für euch das auch ist und sobald ihr eben merkt, hey, das ist für mich eine relative Gewohnheit, seid ihr durch diesen Kursabschnitt auch relativ schnell durch. Der erste Kurs ist Building Your Judge Brand. Sich einen Namen machen, wo es einfach nur darum geht, welche Fehler könnt ihr machen, wie solltet ihr auftreten und wie könnt ihr eure eigene Judge-Marke sozusagen, euren Judge-Namen
etwas bekannter machen, damit Leute eben von euch gehört haben oder eben auch wissen, dass man auf euch zukommen kann. Dann haben wir Building Relationships with your local Game Store. Dabei geht es einfach nur darum, dass die Local Game Stores wissen, hey, das ist ein Judge, der macht sein Ding, ich kann mich auf den verlassen, ich kann dem vertrauen und im schlimmsten Fall kann eben dieser Mensch auch mal einspringen. Event Promotion und Marketing ist der nächste Part. Dabei ist es wirklich so, dass es darum geht, wenn man ein Event gestalten möchte, wenn man eben ein Event aufbauen möchte, wie man eben hingehen kann und dieses Event promoten kann. Der Name sagt eigentlich fast alles zu diesem Thema aus. Wir haben Public Speaking. Public Speaking ist ebenfalls wie Making Announcement eben dieses in der Öffentlichkeit sprechen. Wie schaffe ich es, meine Stimme durch den gesamten Raum hallen zu lassen? Wie grabbe ich die Aufmerksamkeit der Spieler, um ihnen wichtige Sachen zu sagen und so weiter? Teaching Skills geht viel darum, wenn Leute zu einem kommen und sagen, hey, ich würde gerne was lernen, kannst du mir was beibringen? Eine Art Lehrerfunktion haben, um den Leuten das eben zu zeigen und zu erklären und eben auch weiterzubilden. Und dabei auch natürlich der Hinblick auf den Level 2, der dann eben ins Mentoring etwas mehr mit einbringt. Demoing Magic geht es ganz viel darum, eben anderen Leuten das Spiel beibringen, das Spiel anständig beibringen, wie man Leuten, die in den Laden kommen, sagen, hey, ich würde das Spiel gerne lernen, sich hinsetzen kann und eben sagen kann, hey, ich bringe euch das Spiel bei, zumindest in Grundzügen. Ich habe hier ein paar Decks vorbereitet. Was kann ich tun, um euch das Spiel näher beizubringen? Fostering a positive environment ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Aspekte dieser Kurslinie. Und zwar geht es darum, wie man eine positive Umgebung für Menschen schafft, die sich unsicher fühlen, die schnell getriggert werden oder ähnliches. Plus eben eine Öffnung der Community in alle Richtungen hin, damit Leute eben nicht die ganze Zeit ungestraft oder eben ohne, dass man das bemerkt, Witze über eine Minderheit machen, die zufällig im Raum ist, aber nicht traut, was dagegen sich zu sagen. Das ist einfach nur nochmal so ein Weckruf, so achtet auf jeden in eurer Community. Gerade die Stillen, die in der Ecke sitzen, die nicht zu laut brüllen, vielleicht haben die wirklich ein Problem. Vielleicht haben die auch viel zu sagen für die Community, trauen sich aber nicht. Encouraging Sporting Behavior ist relativ ähnlich. Auch hier geht es darum, wir versuchen eine Community zu erschaffen, die nicht nur positiv aufgeschlossen ist, sondern eben auch sportlich sich gut benimmt und nicht cheatet oder ähnliches und wirklich einen kleinen Anspruch an die Spieler bietet, eben fair zu spielen. Conflict Resolution ist dann genau das Problem, wenn etwas schief läuft und man eben nicht Sporting Behavior hat oder eben Spieler einen sehr miesen Tag haben, dann auf einmal wegen Kleinigkeiten ausrasten. Wie man damit umgeht, wie man dort ein bisschen Mitgefühl zeigen kann, ähnliches, das ist schon ein gutes Thema dafür. Wichtig zu erwähnen dabei, wirklich diese ganzen Kurse sind nur ganz kleine Einblicke. Jedes dieser Themen ist immens groß und hat so viel mehr zu bieten als das, was eben Judge Academy bei euch prüft. Vieles davon könnt ihr auch einfach euch selber noch nebenbei beibringen. Ihr könnt danach googeln, ihr könnt danach Sachen suchen, nach Informationen suchen. Judge Academy selber hat ganz viele Quellen angegeben, wo man sich eben nochmal weiterbilden kann und ganz viel machen kann. Es ist großartig, wirklich da, sich nicht nur die Kurse durchzuklicken und sagen, yo, kann ich alles, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Gerade die letzten Themen, wenn es darum geht, Sporting Behavior oder eben, wenn es wirklich mal zum Fall kommt, dass da irgendwie Stress ist, sollte man damit auf jeden Fall umgehen können. Ebenfalls wie Magic Tournament Rules, der MTR, der IPG. Das sind alles Sachen, die man sich vorher mal durchgelesen haben muss, die man gehört haben muss, wo man in den Quellen nachgeguckt haben muss. Hey, was ist das überhaupt? Was steht da überhaupt drin? Nachdem ihr das alles gemacht habt, kommt jetzt der Level 1-Test. Hierbei geht es wirklich darum, die Zertifizierung zu erhalten, zumindest den ersten Schritt dazu. Es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die man machen muss, aber dieser Test ist eben ein wichtiger Schritt dazu. Der Test besteht aus zwei Teilen. Wir haben den Rules-Test und den Policy-Test. Was da jetzt genau was ist und was in welchem Test abgefragt wird und wie die aufgebaut sind, sehen wir gleich. Wichtig zu erwähnen, ihr müsst da jetzt keinen Druck haben, dass, wenn ihr das nicht besteht, ihr nie wieder Judge werden könnt. Ihr könnt den Test nach 14 Tagen wiederholen. 14 Tage sollten genug Zeit sein, um neue Sachen zu lernen und sich über seine Fehler im Klaren zu sein und Dinge nachzuholen, die man vielleicht nicht so gut gelernt hat. Kommen wir zu einem großen Part davon, das ist der Rules-Test. Im Rules-Test habt ihr 20 Fragen, von denen ihr 16 richtig beantworten müsst. Das sind knapp 80%. Dafür habt ihr 60 Minuten Zeit. Die Thematik fürs Rules-Test ist alles bisher Gelernte rund um Regeln, Events und Community, außer Policy. Was Policy genau bedeutet, kommen wir gleich auch zu. Ihr habt hier halt wirklich nur Fragen drin, die es darum geht. Wie baut man ein Event auf? Wie baut man Community auf? Wie sind die Regeln zu bestimmten Karten als Wiederholung? Und eben vielleicht auch etwas tiefere Fragen. Der Policy-Test hingegen sind nur 5 Fragen, von denen ihr 4 richtig haben müsst. Ihr habt da 20 Minuten Zeit, auch richtig, richtig viel Zeit. Und es geht um
Policy und ihre Auswirkung. Policy sind in dem Fall wirklich Regelungen. Also Spieler A macht einen Fehler, Spieler B callt den Judge. Wie ist die richtige Lösung dafür? Weniger, wie funktioniert die Interaktion oder wie müsst ihr bestimmte Dinge machen, sondern die Bestrafung. Was sind die angemessenen Bestrafungen dafür? Bekomme ich, wenn ich eine zusätzliche Karte auf einem Pre-Release aus Versehen ziehe, direkt einen Game Loss oder werde ich sogar disqualifiziert? All dieses Wissen wird eben in diesem Policy-Test abgefragt. Und dann kommen wir zu einem etwas kryptischen Thema, was meiner Meinung nach super wichtig ist. Das Level 2 Endorsement. Das bedeutet, wir brauchen einen Level 2 Judge, der bestätigt, dass wir ein Level 1 Judge werden können oder sollten, dass wir ein Mensch sind und kein Roboter, dass wir bestimmte grundlegende Sachen mitbringen, wie wir tauchen bei so einem Gespräch nicht ungeduscht, betrunken, rauchend auf und erzählen, dass Magic ein beschissenes Spiel ist. Hierbei geht es darum, dass ihr entweder dieses Level 2 Endorsement eben vor dem Test schon mal holen könnt. Der Vorteil dabei besteht darin, dass ihr jemanden in der Community findet, der eben euch auch helfen kann, wenn ihr Fragen habt oder eben mit euch lernen kann, wenn dieser Judge das denn möchte. Denn der Level 1 Test gibt im Endeffekt nur eine Mindestanforderung an. Ich möchte das immer wieder wiederholen. Wenn ihr den Level 1 Test bestanden habt, habt ihr die Mindestanforderung bestanden, ein Level 1 Judge zu werden. Da ist noch so viel mehr dahinter. Dieses Level 2 Endorsement soll eben den Level 1 Kandidaten in die Community bringen. Es soll ihn mit Kontakten verknüpfen, es soll ihn mit bestimmten Leuten in Kontakt bringen, die dann eben sagen, hey, wir haben hier eine Community-Channel, wir haben Community-Forum und ähnliches, komm mal damit rein, hier hast du einen Invite-Link, hier ist die Community, so funktioniert das. Ansonsten seid ihr relativ aufgeschmissen, wenn ihr auf einmal mitten in ein Gebilde reinkommt und keine Ahnung habt, was da gerade abgeht. Dieses Endorsement soll eigentlich ein sehr kurzes Gespräch sein. Kurz ist hierbei von Level 2 Judge zu Level 2 Judge ein bisschen unterschiedlich, weil manche ein bisschen andere Kriterien haben. Es gibt Grundkriterien, manche prüfen das halt ein bisschen genauer als andere, kann man keinem einen Vorwurf machen. Ich persönlich finde das eigentlich sogar sehr gut. Es werden einige Kriterien herausgearbeitet, die eben für einen Level 1 wichtig sind. Und es wird praktisch überprüft, dass diese Person diese Kriterien auch erfüllt. Meiner Meinung nach ist das auch eine Art von Notbremse, um eben bestimmte Spieler, die zum Beispiel ankommen und einem erzählen, dass sie im DCE-System gebannt waren über mehrere Jahre hinweg, vielleicht nicht in das Judge-System aufzunehmen. Deswegen ist das eine sehr wichtige Sache, die man wirklich ernst nehmen sollte. Als Level 2 Judge und auch als Level 1 Judge, man sollte sich hierbei zumindest nicht unterirdisch präsentieren. Man muss auch nicht nervös sein. Die meisten Leute sind super nett und super lieb. Und es ist kein großer, man muss nochmal einen Test schreiben oder ähnliches. Man setzt sich mit jemandem hin, redet ein bisschen mit dieser Person und diese Person entscheidet dann, yo, ist ein netter Mann, mit dem könnte ich zusammenarbeiten. Der hat ein bisschen Ahnung, der weiß, was er da tut, was er sagt. Der labert keinen Stoß. Habe ich Bock drauf. Kann Level 1 Judge werden. Und dann kommen wir zum leidigen Thema. Kosten und Vorteile. Eine Level 1 Membership kostet im Jahr $100. Das sind je nachdem 100 Batschmich Euro oder nicht ganz 100 Euro. Ihr habt Vorteile durch diesen Betrag, den ihr bezahlen müsst. Auf der einen Seite seid ihr dann offizieller Judge. Ihr seid Teil der Community. Bedeutet, ihr könnt auch auf Events judgen. Ihr könnt mit anderen Judges eben auf Events zusammenarbeiten. Ihr könnt in eurem Lego Game Store anfragen, ob ihr eben auch Events judgen dürft und könnt damit einfach ein bisschen offizieller das Ganze auftreten lassen. Des Weiteren gibt es Judge Promos und andere Dinge. Andere Dinge, Höhlen, Matten, T-Shirts, alles Mögliche, ist alles noch im Aufbau zum Zeitpunkt des Videos. Ich hoffe, dass das bald mal kommt, aber wir wissen es nicht. Auch das mit den Judge-Promos hat sich geändert. Ich werde jetzt die normale Regelung, die eben normalerweise gilt, erzählen. Es gibt das Update-Video, wo es eben um die Updates von 2021 geht. Ich weiß noch nicht, wie es in 2022 weitergeht. Das weiß noch niemand wirklich. Und deshalb sage ich euch nur das, was auf der Judge-Seite im Endeffekt auch steht. Ihr bekommt normalerweise im Laufe des Jahres 8 Promos. Ich sollte das so machen. 8 Promos. 4 in der ersten Hälfte, 4 in der zweiten Hälfte. Und wenn ihr eben Judge in der Hälfte des Jahres wird, bekommt ihr dann 4 und dann im nächsten Halbjahr wieder 4. Also es ändert sich nichts für euch. Ihr bekommt so oder so immer 4. Beziehungsweise 8 in eurem Jahr. Die bekommt ihr zugeschickt. Ebenfalls könnt ihr auch schon als Rules Advisor an Judge
Konferenzen teilnehmen. Das sind Konferenzen, wo Judges sich treffen, wo Judges sich zusammensetzen, über Regeln diskutieren, Workshops machen, sich weiterbilden und ähnliches. Viele dieser Konferenzen sind mit Judge-Foils eben ausgestattet, mit anderen Judge-Foils. Dabei sind dann zwei Konferenz-Foils, die das ganze Jahr über gelten, und zwei Foils aus der alten Wave, um Kosten wie zum Beispiel Anreise, Hotel oder ähnliches ein bisschen zu decken. Beziehungsweise derjenige, der die Judge-Konferenz organisiert, bekommt ein bisschen mehr. Dazu kommt, wie ihr schon gesehen habt, auch ein eigenes Video. Auch weil sich hier natürlich auch Dinge geändert haben. Im Normalfall bekommen nur zertifizierte aktive Judges eben Foils. Rules Advisor können manchmal bzw. meistens auch an diesen Konferenzen teilnehmen, müssen sich aber als Rules Advisor eintragen und bekommen eigentlich keine Foils. Des Weiteren gibt es das Judge Forum auf Judge Academy. Da hat man auch schon vorher Zugriff drauf, aber dann halt richtig als Judge kann man darauf interagieren. Man sieht ja auch, wer welcher was für ein Judge ist und ob man Rules Advisor ist oder Judge. Es gibt auch andere Plattformen, auf die man Zugriff hat. Manche Plattformen lassen auch Rules Advisor zu, andere lassen dann erst Rules Advisor zu, wenn sie das Level 2 Endorsement haben. Es gibt auch welche, die einfach sagen, nein, man muss mindestens Level 1 Judge sein, sonst kommt man hier nicht rein. Da muss man eben schauen, auf welche Plattformen man möchte, um mit den Judges zu interagieren. Und dann, wie ich die ganze Zeit immer wieder sage, eine Herzenssache von mir, bin ich dann fertig? Nein. Ein Judge sollte sich weiterbilden. Ein Judge kann sich weiterbilden. Wir haben das Level-System, was ich euch gerade erkläre, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Kurse zu haben. Und in einer gewissen Zeit wird es auch so sein, dass Judge Academy Wiederholungstests einführt, die man als Level 1 Judge eben halten muss, um eben auf dem Laufenden zu sein und immer wieder sein aktives Membership zu bestätigen, außer dass man einfach ein Konto hat, wo man $100 wegschickt. Das soll ja nicht der Sinn der Sache sein. Das ist aktuell noch alles im Aufbau. Man versucht jetzt erst den Level 2 und den Level 3 fertig zu bekommen und danach widmet man sich wieder dem Level 1. Wenn es soweit ist, werde ich natürlich ein Update-Video dazu machen. Und nicht nur, dass ihr dann eben Wiederholungstests habt, die ihr machen könnt oder solltet oder müsst. Nein, ihr habt eben auch die Mindestanforderungen bestanden. Ich wiederhole es immer wieder, Mindestanforderungen. Ihr könnt euch weiterbilden in Praxis. Ihr solltet meiner Meinung nach euch weiterbilden über zusätzliche Kurse, über andere Seiten, die Kurse anbieten, die eben Regeln anbieten, über verschiedene Plattformen, wo einfach Leute dann reinschreiben, so hey, ich habe meine Regelfrage, wie sieht das und das aus? Oder so hey, ich hatte neulich einen Spieler, der hat so und so reagiert. Wie hättet ihr reagiert? Das finde ich relativ wichtig, dass man da eben mit Teil der Community ist und dann eben sich dort weiterbildet. Aber das ist jedem selbst überlassen. Wenn man sagt, hey, ich habe den Level 1 geschafft, das ist für mich okay, mehr möchte ich nicht tun, ist das auch fein. Da kann man halt auch nichts gegen tun. Das ist hierbei eine sehr subjektive Meinung meinerseits. Dann kommen wir zur Zukunft der Judge Academy Reihe. Die Zukunft der Judge Academy Reihe hier auf diesem Channel wird eben sein, das nächste Video, wie werde ich ein Level 2 Judge? Das bedeutet der Schritt weiter nach vorne. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich die Konferenzen leicht nach vorne rücke, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Es kann sein, dass das nächste Video auch ist. Was ist eine Judge-Konferenz? Ich glaube, das macht mehr Sinn, aber das werden wir im nächsten Video sehen. Wir haben damit das Video, wie werde ich ein Level 1 Judge, abgeschlossen. Und wenn ihr die Steps so befolgt habt, wie ich die in dem Video gesagt habe, seid ihr am Ende dieses Videos ein Level 1 Judge. Hier seht ihr nochmal meine Quellen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksail. Ciao, ciao.